Ja. Ja, ich stehe heute hier stellvertretend für die vier Feinde, weil die Dinge in den Medien, die in letzter Zeit geschrieben wurden, ja, eine Äußerung verlangten. Und darum ist natürlich auch die gesamte Presse hier. Es wird sich natürlich gefreut, jetzt wo wir am Boden liegen. Damals, vor ein paar Jahren, möchte ich kurz am Anfang direkt erinnern, wo wir als komplett unbekannte Menschen die Lanxess Arena gebucht haben, hat niemand von euch berichtet. Niemand war da und niemand hat uns geholfen. Aber jetzt, wo auch wir unsere schwache und ich möchte sagen menschliche Seite zeigen zum ersten Mal, sitzen alle hier mit Blöcken und freuen sich drauf, was ich jetzt zu berichten habe, weil sie denken, ich muss an dieser Stelle das Ende der vier Feinde verkünden, aufgrund der Sache im Tourbus. Können Sie spezifischer werden? Euch Kritikern, euch Journalisten, aber eigentlich Kritikern, eigentlich seid ihr nicht mehr als kleine Internet-Hater, die zufällig eine Journalismus-Ausbildung haben und darum für große angesehene Magazine schreiben dürfen. Euch möchte ich sagen, dass wir euch leider enttäuschen müssen. Dieser Vorfall ist genauso passiert. Dieser Vorfall ist auch nicht das Ende der vier Feinde. Es ist vielmehr der Anfang der vier Feinde. Wir haben in diesem Tourbus nichts getan, was ihr in unserer Lage nicht auch getan hättet. Wir sind alle einzeln im Besitz eines Führerscheins. Wir haben uns trotzdem an diesem Abend für eine lustige Videoidee, die wir hatten, und das muss ich kurz sagen, wir als Comedians, aber auch Content Creator stehen unter einem enormen Druck und müssen immer neue Videoideen liefern. Wir haben uns daraufhin entschieden, einen Affen aus dem Zoo zu entwenden, aber nicht unabgesprochen, wie hier von einigen Zeitungen berichtet wurde. Wir haben das Ganze mit dem Zoo abgesprochen und wollten es als eine Art Produktplatzierung herausbringen, um den Zoo zu unterstützen, was jetzt leider nicht mehr möglich war, da ihr mit euren vorschnellen Artikeln die gesamte, und ich möchte nochmal betonen, sehr lustige Aktion komplett zerstört habt. Wir waren in den letzten Jahren in einer Situation, wo wir uns als Content Creator immer weiter hochgeschaukelt haben und ein einfacher Affe am Steuer nicht mehr reicht. Uns deswegen jetzt an den Pranger zu stellen, weil wir diesen Affen noch gewisse Mittel verabreicht haben, die seine Fahrtüchtigkeit eventuell auf ein Minimum reduzierte, ist vielleicht eure journalistische Pflicht. Aber ich möchte einmal von der journalistischen auf die menschliche, moralische Pflicht kommen. Denn hier steht heute einer von vier Menschen. In erster Linie sind wir nicht Stars, auch, aber nicht in erster Linie. Wir sind nicht nur Riesenstars und wir sind auch nicht nur die Roboter, die immer die perfekte Show abliefern. Wir sind auch, wenn wir zwischendurch Zeit finden, Menschen. Und an diesem Abend waren es Menschen, die sich diese, ich möchte immer noch sagen, witzige Video, die ausgedacht haben. Und an diesem Abend waren es wir Menschen, die selbst betroffen waren, als der Affe in den Gegenverkehr lenkte. Nur weil wir in unserem Fall
komplett unversehrt mit dem Leben davongekommen sind, heißt es nicht, heißt es nicht, dass man uns für die Taten dieses, Entschuldigung, aber vollkommen zugekoksten Affen vor Gericht ziehen kann. In solchen Fällen ist es vollkommen üblich, den Fahrer des Fahrzeugs zu verurteilen. Und der Fahrer, ich kann Ihnen sagen, keiner von uns Vieren war auch nur in der Nähe des Lenkrads an diesem Abend. Was die Ermittlungen auch sicherlich beweisen werden. Ja, ich denke, wir kommen stärker zurück denn je. Wir haben gerade den Anruf bekommen, wir haben nochmal eine Arena-Tour geplant, weil wir müssen jetzt natürlich nochmal das Maximum rausholen. Unser Affe, den wir in den letzten 2 Jahren dabei hatten, kann aus bekannten Gründen nicht mehr dabei sein, weil wir mit einem von uns gestellten Anwalt ihn vor Gericht schicken werden und ja, ihn auch zur Rechenschaft ziehen werden wegen Rufmord. Dankeschön. Wir kommen stärker zurück. Ich hab's richtig gefühlt. Habt ihr was? Ich hab nämlich was. Ich stehe. Ja, er steht. Er steht wieder. Manche von Ihnen fragen sich, wie kann es sein, dass er heute vor uns steht? Hatte er nicht vor 6 Monaten einen Helikopterunfall? Und lag seitdem im Rollstuhl. Zwischenfrage. Ja. Wie kann ich mir das Liegen im Rollstuhl vorstellen? Ja, also ich konnte nicht mehr sitzen. Zwischenfrage. Ja. Was genau war der Helikopterunfall? Was ist passiert? Ja, ich bin in so einen Helikopter geraten. So einen Rotor bin ich reingeraten. Viele fragen sich, wie ist es möglich, dass der Mann, der vor 6 Monaten noch von der Klinge eines Helikopters in der Mitte durchtrennt wurde, heute hier vor Ihnen stehen kann. Meine Damen und Herren, ein kleines Geheimnis. Ich bin gar nicht hier. Dies ist ein drogeninduzierter Trip, den wir mithilfe chemischen Gases bei Ihnen ausgelöst haben. Ich liege immer noch zerschellt. Ich liege immer noch zerschellt im Koma. Aber wir wollten ihm meine Präsenz nicht vorenthalten. Dankeschön. Toll. Willst du was? Ja, mal gucken, was kommt. Ja, mach mal. Ich hab auch noch was. Jetzt auch weiterhin alles super geil, 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 geil. Schönen guten Abend. Guten Abend. Ich bin heute in meiner Funktion als, manche würden sagen, Heilsbringer, andere würden sagen, Arschloch gekommen. Es gibt Leute, die sehen mich und denken, ah, da ist er wieder, toll. Es gibt andere, die sagen, du bist mein Gott. Und da kann ich bestätigen, ja, ich fühle mich der Rolle gewachsen. Auch heute trage ich eine Unterhose von Calvin Klein. Diese Unterhose ist mein Glücksbringer, zumal an der Stelle nicht falsch zu verstehen sei, dass ich Glück brauche. Ich brauche kein Glück, aber it's nice to have. Viele, die hier heute Abend sitzen, haben sich schon lange auf den Abend gefreut, weil sie wussten, dass ich komme.
bin heute hier, um euch allen zu sagen, danke. Danke für die Erscheinung. Danke, dass Sie sich schick gemacht haben. Danke für den Lippenstift auf Ihren Lippen. Danke für das Haargel. Ich bin bewegt und ich wünsche uns alle noch einen erfolgreichen Gangbang heute Abend. Dankeschön. Tschüss.